Ja, Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und wieder mal auch ein Hallo an Christen, Agnostiker und Atheisten. Ich habe hier Kapitel 65 Jesaja, und dieses Video wird nicht lange sein, sondern es ist eine direkte Antwort, denn ich hatte auf meinem Kanal gepostet und ich kriege das auch immer wieder in Diskussionen mit Christen, dass sie sich dann sehr entrüsten, aber auch gleichzeitig keine Antworten habe, wenn ich sie mit diesen Versen konfrontiere. Und wir wissen, dass die Offenbarung Gottes ein Buch ist voller Zeichen und dass die Gläubigen dazu aufgerufen sind, diese Zeichen zu erkennen. Und sie dürfen eine Sache nicht machen. Sie dürfen das Buch nicht nur als Historien oder die Offenbarung nur als Historienbuch sehen, wie sie es mit der Bibel tun, sondern sie müssen natürlich immer eine Sache begreifen. Egal zu welchem Volk Gott in der Bibel gesprochen hat, gelten dieselben Maßstäbe für alle Menschen, alle Zeiten. Das heißt, wenn er also mit einem Volk zu dieser Zeit gesprochen hat und etwas an ihnen verurteilt hat, so ist, wenn ihr das Gleiche tut, ihr genauso verurteilt. Denn die Völker, mit denen Gott oder zu denen Gott gesprochen hat in der Bibel, durch sie spricht er zu den ganzen Menschen. Und wir sehen die Verfehlungen dieser Völker und wissen dadurch, was Gott zürnt. Denn Gott ändert seine Meinung nicht. Und so gibt es eine sehr deutliche Warnung an die Christen in Kapitel 65 Jesaja. Und sie können nicht sagen, da ist ein anderes Volk angesprochen, weil es geht nicht darum, welches Volk angesprochen ist, sondern es geht darum, welcher Maßstab angesetzt wird. Und diesen Maßstab muss jeder Mensch an sich selber ansetzen, um zu sehen, ob er a. den Maßstab erfüllt, Gottes Wohlwollen zu erlangen, oder den Maßstab erfüllt, den Völkern zu folgen, die Gottes Zorn ausgelöst haben durch ihr Fehlverhalten. Und dann muss man prüfen, worin lag ihr Fehlverhalten. Wenn also Gott in der Bibel zu den Götzendienern spricht, zu einem bestimmten Volk, dann heißt es nicht, wir sind ja nicht angesprochen, weil es spricht ja nur zu dem Volk der Moabiter, sondern das Verhalten, das sie an den Tag legen, müssen wir ergründen, um zu verstehen, dass wir dies nicht tun dürfen. Also wird in der Bibel was gemacht? Es werden Exempel statuiert. Und diese Exempel muss man begreifen, um die Zeichen zu begreifen. Und so ist es auch mit Jesaja Kapitel 65. Deswegen, es erübrigt sich, Historienanalyse zu machen, welches Volk angesprochen ist. Sondern es geht um das Exempel. Es geht um das, was Gott an den Angesprochenen, wer immer das auch ist, bemängelt. Und was er denjenigen zugute hält, die was Gutes tun, dann müssen wir wissen, was haben sie Gutes getan, damit Gott sie entsprechend würdigt. Also, das Buch der Bibel ist kein Historienbuch, sondern ein Buch der Zeichen. Und es interessiert nicht, zu welchem Volk gesprochen wird, sondern die Inhalte, damit man begreift für sich selber, wo man steht. Das ist das Buch der Zeichen und das ist das Buch, das für dich offenbart ist. Und so ist es mit allen Offenbarungen, so auch mit dem heiligen Koran. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beantwortet durch seinen Propheten Muhammad alayhi salatu wasalam die Fragen, die die Quraysh an den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder die zeitgenössischen Juden die Fragen an den Propheten Muhammad a.s. gestellt haben, und Allah subhanahu wa ta'ala antwortet durch seinen Gesandten. Das heißt aber nicht, dass wir heute sagen, nun, wir sind ja nicht angesprochen, er sprach zu den Quraysh, sondern wir müssen sehen, was ist gefragt worden und was sind die Antworten, um sie auf unser Leben umzumünzen. Dazu sage ich auch immer, was den heiligen Koran angeht, muss man natürlich auch immer wissen, den Offenbarungsanlass. Ich kann also nicht einen Vers herausnehmen, tötet die Ungläubigen, und dies als Universalbotschaft nehmen, dass ich jetzt losgehen muss, fragen muss, bist du gläubig oder ungläubig? Ungläubig töten. Nein, natürlich nicht. Sondern es geht immer darum, warum ist es zu diesem Befehl gekommen? Welche Dinge sind vorausgegangen, dass es zu diesem Befehl gekommen ist? Das heißt, die Situation muss begriffen werden, damit man weiß, wann Allah subhanahu wa ta'ala diesen Befehl erteilt hat. So ist es mit der Offenbarung. Wir müssen also uns genauestens informieren.
genauestens informieren, um was es geht. Natürlich gibt es Verse, die universal sind, die keine Situationsabhängigkeit haben. Tötet die Ungläubigen hat eine Situationsabhängigkeit. Aber das Verbot von Schweinefleisch hat keine Situationsabhängigkeit. Auch wenn es gesprochen ist zu dem Volk der Quraysh, ist es dadurch gesprochen zu der ganzen Menschheit und hat eine universale Bedeutung und ist situationsunabhängig. Wir müssen also schon unterscheiden zwischen Verse, die situationsabhängig sind und Verse, die situationsunabhängig sind. Und so geht es auch mit der Bibel. Wir müssen begreifen, ob Gott jetzt zu einer ganz bestimmten Situation Stellung bezieht in der Bibel. Und dann müssen wir wissen, welche Situation ist es, um zu begreifen, warum er dieses oder jenes anordnet. Oder aber wir erkennen, es ist situationsunabhängig, es ist ein allgemeingültiges Gesetz, das keine Voraussetzungen hat, sondern grundsätzlich gilt. Das ist die Anforderung an den Menschen, das zu begreifen. Aber den Verstand haben wir, um dies zu begreifen. Und jetzt komme ich zu der Warnung an die Christen, die sie sehr ernst nehmen müssen, weil sie erfüllen die Voraussetzungen, sie erfüllen die Definition der Abtrünnigen. Gott gibt die Definition der Abtrünnigen und die Christen erfüllen es. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen. Wer auch nur einen Jota von Gottes Wort auflöst, wird der Kleinste, Geringste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, wird groß heißen im Himmelreich. Also halte ich euch Kapitel 65 Jesaja vor und lese es euch mal vor. Ich versuche es in einem Teil abzuhandeln. Es geht los. Ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten, und zu den Heiden, das ist der Fachbegriff in der Bibel für die Nichtjuden, die meinen Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Ja, jetzt geht's weiter. Ich recke meine Hand aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, das seinen Gedanken nachwandelt, auf einem Wege, der nicht gut ist. Was? Was ist der Weg, der nicht gut ist? Wir müssen also begreifen, was ist der Weg, der nicht gut ist? Was sind ihre Gedanken? Und was ist der Weg, der nicht gut ist? Was Gott erzürnt. Ein Volk, das mich entrüstet, ist immer vor meinem Angesicht. Opfert in den Gärten. Jetzt muss man erstmal begreifen, opfert in den Gärten? Was ist damit gemeint? Denn die Bibel ist eine Sprache von großer metaphorischer Kraft. Wir lesen also weiter, opfert in den Gärten und räuchert auf den Ziegelsteinen. Ist das so schlimm? In den Gärten opfern räuchern auf den Ziegelsteinen? Worum geht es hier? Sitzt unter den Gräbern und bleibt über Nacht in den Höhlen. Fressen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Das ist der falsche Weg. Das ist der Weg, den Gott zürnt. Man erzürnt Gott damit. Denn er sagt, diejenigen, die Schweinefleisch fressen, sagt er in der Bibel. Nicht essen, fressen Schweinefleisch durch seinen Gesandten Jesaja. Ja? Im heiligen Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Ungläubigen sind schlimmer als das Vieh. Und alle regen sich auf. Juden und Christen gleichermaßen. Schlimmer als das Vieh. Und hier steht fressen Schweinefleisch. Fressen. Und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Das heißt verbotene Speisen. Jetzt verstehen wir auch Opfern in den Gärten. Ja, was assoziiert man mit den Gärten? Eden, Paradies. Das heißt, ihr Opfer ist, nichts zu tun, gar nichts zu opfern. Sie sind in den Gärten, sie flanieren, sie genießen das Leben, das ist ihr Opfer. Sie halten sich nicht an Gottes Gesetze, sie fressen Schweinefleisch. Sie halten sich nicht an Gottes Gesetze, sie grenzen sich nicht ein. Sie sind in Gärten, sie sind bereits schon im Paradies. Sie sind bereits schon im Paradies. Das ist ihr Opfer. Das ist das, was sie machen. Sie opfern in den Gärten. Ja, das ist zynisch. Und fressen Schweinefleisch. Und jetzt kommt die dringende Warnung an die Christen, denn das erfüllt ihr per Definition. Und sie essen Schweinefleisch und was sprechen sie? Bleib daheim und rühr mich nicht an, denn ich bin heilig. Ja? Was die Christen uns heute sagen. Ich, der auserwählte Christ, der neugeborene Christ. Ja, in mir ist der Heilige Geist. Ja?
per Definition erfüllt ihr diesen Vorwurf. Frisst Schweinefleisch, das steht in der Bibel. Und sagt, rühr mich nicht an, ich bin heilig. Ja? In einer anderen Übersetzung ist sogar die wörtliche Rede, ich bin besser als du, ich bin was Besseres, ich bin auserwählt, ich bin der neugeborene Christ, ich brauche mich doch nicht an Schweinefleisch essen. Das, was ist das denn? Das interessiert doch gar nicht. Das ist doch lapidar. Als ob Gott sich darüber Gedanken machen würde, ob ich Schweinefleisch esse oder nicht. Sehr wohl, sagt die Bibel, dass dieses der falsche Weg ist. Und das trifft auf euch zu, per Definition. Ich wollte nur einen Teil machen, es wird wirklich nur ein kurzer zweiter Teil, um noch die letzten zwei Verse zu erläutern. Ja, Assalamu alaikum, ich wollte wirklich nur einen Teil machen, aber ihr seht, das ist hier live und spontan, ich habe hier kein Manuskript, ja, und gut, dann wird es leider immer ein bisschen länger, ja. Ich muss versuchen, das noch mehr zu komprimieren. Aber es sind ja auch wichtige Informationen. Ja? Und es soll ja auch ankommen. Es soll die Menschen ja erreichen. Ja? Ich bin ja hier dabei. Was ich hier tue, ich nehme die Bibel und halte sie den Christen vor. Normalerweise, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin Muslim. Normalerweise müsste ich den heiligen Koran nehmen und daraus vorlesen und den Menschen das verkünden. Und nichts anderes. Warum tue ich das? Erstens, weil im Heiligen Koran steht, ihr findet über ihn geschrieben. Über den Propheten Mohammed a.s. und wir sagen wo. Ja? So. Zweitens, steht im Heiligen Koran geschrieben, wenn doch die Christen und Juden sich nur an die Tora halten würden, und an das Injil und an das Evangelium, dann würden sie recht geleitet. Das heißt, wir zeigen ihnen, weil sie uns das nämlich als Widerspruch vorhalten, weil sie sagen, der Islam ist was ganz anderes, sagen wir ihnen, nein, wir lesen euch vor aus euren Büchern und ihr werdet sehen, das ist unser Weg. Wir lesen euch vor aus euren Büchern die klaren Beweise und werden euch zeigen, das ist der wahre Weg. Denn der Islam ist die vollendete Wahrheit, das Siegel unter der Botschaft Gottes und die Aufklärung des Menschen. Die Aufklärung des Menschen über die Entstellungen, die ihr gemacht habt. So weitgehend, wie Gott es euch in der Bibel sagt, sie opfern in den Gärten. Ja, das ist ihr Opfer. Das ist ja wahr. Das ist ja hundertprozentig auf die Christen zu übertragen. Was opfern sie denn? Sie halten sich nicht an Gottes Gesetze und fressen Schweinefleisch. Und da könnt ihr nicht daherkommen und sagen, das ist die Tora der Juden. Habe ich oft gehört, dass die Christen sagen, das ist die Tora der Juden, das ist nicht unser Gott. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, aufzulösen. Ich bin gekommen zu erfüllen und erklärt, was damit gemeint ist, damit niemand meint, hier erfüllen das Opfer. Kommt sofort im nächsten Vers die Erklärung, was er damit meint. Ja, wer daher also auch nur eines des kleinsten Buchstaben, ja, von Gottes Gesetz, nämlich in den vorhergehenden Schriften auflöst, der wird der Geringste heißen im Himmelreich. Wohlgemerkt das kleinste Gebot. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen. Das heißt, Jesus ist nicht das Neue Testament, das Alte wird aufgelöst. Gott hat seine Meinung geändert, hat sich das anders überlegt. Das mit dem Schweinefleischverbot war doch nicht so ganz richtig. Ja, den einen habe ich es auferlegt, den anderen nicht. Weil ist nur mal danach. Sondern das ist ein Gesetz und wir müssen differenzieren, weil wir das Christen auch immer vorhalten. Ja, wieso? Der Islam hat ja auch einiges aufgehoben. Ja? Zum Beispiel das Koscher-Essgebot. Hat mir mal ein jüdischer Zeitgenosse mir entgegengehalten. Ja? War eine englische Debatte. Ja? Und da ging es darum, da hätte ja das Koscher-Gebot aufgehoben. Das wäre ja schließlich auch ein Gesetz. Also lesen Sie doch bitte den Koran. Das ist kein Gesetz, das war eine Strafe. Und Jesus sprach von einem Gesetz, nicht von einer Strafe. Denn die Strafe kann sehr wohl aufgelöst werden. Durch Gottes Barmherzigkeit. Aber nicht das Gesetz. Und so erklärt der Heilige Koran, dass das Koscheressen, das komplizierte Koscheressen, dass dieses eine Strafe war, kein Gesetz. Und dementsprechend hat Jesus die Wahrheit gesagt. Wer auch nur eines der kleinsten Gesetze auflöst, der kleinsten Gebote, er hat nicht gesagt die Strafe, sonst hätte er sich ja widersprochen, als es darum ging mit der Steinigung. Wer von euch frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein. Damit macht er ganz deutlich,
dass die Strafe sehr wohl aufgehoben werden kann. Aber nicht das Gesetz. Man kann doch Milde walten lassen. Überall. Man kann doch vergeben. Das ist doch kein Verstoß. Es ist doch keine Eigendynamik. Es heißt doch nicht grundsätzlich dem Dieb den Arm abhacken. Sondern differenziert. Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, lieber vergeben, als einen Unschuldigen zu strafen. Das ist ein Gebot an die Richter. So. Aber das Gesetz, da gibt es keine Diskussion. Es sei denn, man ist dazu gezwungen unter Not. Das heißt, man muss es essen, weil es sonst nichts anderes gibt und man verhungern würde. Oder es gibt nichts anderes zu essen und man hat eine Krankheit, wo man essen muss. Wie zum Beispiel Diabetiker kriegen dann einen gewaltigen Unterzucker. Ja? Weil der Hunger ja den Zucker fallen lässt. Also essen sie, damit der Zucker nicht fällt. Das sind alles Dinge, die natürlich Ausnahmesituationen bedingen. Aber ansonsten ist es das Gesetz. So, und jetzt genau aufpassen, wie groß und klar die Zeichen sind, was per Definition auf die Christen zutrifft. Also, ein Volk, das mich entrüstet. Und es geht darum, wenn die Christen sagen, es ist ein anderes Volk gemeint. Es geht um das, was Gott an dem Volk entrüstet und nicht welches Volk gemeint ist. Das ist doch völliger Unsinn zu sagen, die Moabiter sind gemeint oder wer auch immer. Sondern was entrüstet Gott an diesem Volk? Das entrüstet ihn an jedem Volk. Das heißt, jedes Volk, das diesen Weg gehen wird, wie dieses angesprochene Volk, ist genauso in der Kritik. So, ein Volk, das mich entrüstet, ist immer vor meinem Angesicht, opfert in den Gärten und räuchert auf den Ziegelsteinen. Ja? Das ist eine Metapher, wie ich schon gesagt habe, opfert in den Gärten, flaniert in den Gärten, das ist euer Opfer, ja? Hurra, auf ins Paradies, ja? Und räuchert auf Ziegelsteine, als ob das was Besonderes wäre, als wäre dies Gottesfurcht. Sie fürchten Gott nicht. Sie tun so, als ob. Beweis folgt sofort. Sitzt unter den Gräbern, betet nicht. Ja? Der Prophet Mohammed a.s. hat dieselbe Metapher benutzt. Er hat gesagt, verwandelt eure Häuser nicht in Friedhöfe oder Gräber. Das heißt, betet nicht nur in den Moscheen, sondern betet auch zu Hause, in euren Häusern. Verwandelt sie nicht in Friedhöfen. Dieses Bild kommt hier wieder. Ja? Deswegen heißt es hier, sitzt unter den Gräbern und bleibt über Nacht in den Höhlen. In Nachthöhle, Finsternis, in der tiefsten Finsternis. Ja? Im tiefsten Unglauben. Und wie machen sie das? Wie sind sie in den Höhlen? Wie sind sie in dieser tiefen Finsternis? Durch welche Handlungen? Das Volk dann sofort, fressen Schweinefleisch. Fressen Schweinefleisch. Ja, Gott verurteilt das. Kommen daher wie die Heiligsten hier, fressen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Und sprechen, bleibe daheim und rühre mich nicht an, denn ich bin heilig. Was ich schon im ersten Teil deutlich gemacht habe. Das ist ein Zynismus, das auf die Christen hundertprozentig zutrifft. Ja? Hab schon einen Christen vor mir gehabt, der isst ganz schön hier mit Senf Currywurst. Ja? Und da sage ich, laut deiner Bibel ist das verboten. Ja? Ihr Muslime, ihr habt den Heiligen Geist nicht in euch wohnen. Ihr glaubt, dass die Handlungen die sind, die Gott interessiert. Das Herz muss rein sein. Natürlich muss das Herz rein sein. Aber das reine Herz muss sich auch durch die reinen Handlungen zeigen. Und durch die Gottesfurcht. Und das steht hier, das steht hier. Und sprechen, bleibe daheim und rühre mich nicht an, denn ich bin heilig. Andere Übersetzungen sagen wirklich, denn ich bin heiliger als du. Ja? In mir wohnt der Heilige Geist. Ja? So. Und was sagt Gott zu diesem Volk, das so etwas tut und diese Charakteristik erfüllt, die also Schweinefleisch fressen und meinen, sie wären deswegen noch heilig? Was ist mit denen? Solche sollen ein Rauch werden in meinem Zorn, ein Feuer, das den ganzen Tag brenne. Diese Menschen sollen Feuer werden, sind in der Hölle. Sollen in der Hölle verbrennen. So. Ist das eine Warnung oder ist das keine Warnung? Ihr sagt, die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. Wir Muslime sagen euch, dann folgt ihm doch. Warum macht ihr euch darüber lustig, dass wir kein Schweinefleisch essen und boniert wären? Warum? Wenn ihr doch eurer Bibel glaubt. Warum sagt ihr, Gottes Gesetze sind zu vernachlässigen? Es käme auf was anderes an. Seht, was Gott euch sagt in der Bibel durch seinen Gesandten Jesaja. Glaubt ihr, ihr seid heilig? Ihr seid heilig durch was? Dass ihr flaniert in den Gärten und meint, das wäre ein Opfer? Dass ihr mit eurem Weihrauch rumpinselt? Dass ihr stille Nachtwachen macht an den Gräbern?
dass ihr nicht richtig betet, dass ihr in tiefster Finsternis seid und sich das dadurch ausdrückt, dass ihr Gottes Gesetze mit Füßen tritt und Schweinefleisch frisst. Und jetzt kann mir keiner kommen und sagen, hallo, Anzeige, Anzeige, der hat gesagt, Schweinefleisch fressen, das ist diffamierend. Das steht in eurer Bibel. Das sind nicht meine Worte, das ist ein Zitat aus der Bibel. Gott sieht diejenigen, die Schweinefleisch essen, die, was er verboten hat, als Schweinefleischfresser. Wenn ich jetzt sagen würde, Schweinefleischfresser, könnte ich eine Anzeige bekommen. Als Diffamierung, Beleidigung. Ja? Würde ich sagen, ja, wieso? Es steht in eurer Bibel. Dann müsst ihr Gott anklagen. Und genau das ist der Punkt, wo ihr begreifen müsst. Wenn ihr durch die Bibel berechtigt seid, Gott anzuklagen, seid ihr garantiert diejenigen, die falsch liegt. Denn die Beleidigung und die Diffamierung, die Gott euch gegenüber bringt, ist es nicht an euch anzuklagen, sondern sie zu begreifen, zu folgen. Und wir sagen euch ganz klar, klipp und klar, Jesaja 28, die falsche Erlösung vom Kreuztod, das Paulus euch eingetrichtert hat. Alles dies führt zu der Lüge, dass ihr Schweinefleisch, wie Gott es selber sagt, frisst. Und dann seid ihr vor Gott für die Hölle verdammt. Und sprecht nicht, ist doch nur ein Essen. Adam und Eva haben nur in einen Apfel reingebissen. Denkt darüber nach.